Einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde auf Facebook und im Nachgang auf YouTube. Ich begrüße alle recht herzlich zur mittlerweile 24. Kulturkantine heute mit der Vorarlberger Politikerin Christina Metzler. Hallo Christina, schönen guten Nachmittag. Hallo Christoph, freut mich, dass ich dabei sein darf. Schönen Nachmittag. Die Christina ist eine sehr junge Politikerin, aber auch noch Studentin, Studierende, wie man heute so schön sagt. Die Soziologie und Politikwissenschaft in Innsbruck studiert hat und mittlerweile einen Master macht im Bereich Nachhaltigkeit und systemisches Management. Jetzt erklären Sie mal bitte, was systemisches Management ist. Ja, es ist immer ein bisschen Zungenbrecher, das systemische Management. Also im systemischen Management geht es eigentlich darum, dass man versucht, den Produktionskreislauf oder auch den Führungskreislauf als Ganzes zu sehen. Also ich nehme gerne das Beispiel von einem Auto her. Da geht es ja darum, dass man ein Auto produziert, wo beim Kunden gut ankommt und erfolgreich ist und sich auf dem Markt verkaufen lässt, sondern dass man wirklich hergeht und sich bei der Konstruktion von dem Auto, also in der Planungsphase bereits schon überlegt, wie könnte man das Auto richtig aufbauen, dass es im Nachhinein auch wirklich bestmöglich beispielsweise recycelbar ist oder auch reparierbar ist. Also genau das versucht eigentlich der Master zum Vermitteln, diese Gedankengänge, wirklich den ganzen Kreislauf von Produkten oder auch von Dienstleistungen zu sehen. So schnell bin ich noch gar nicht in ein Thema eingestiegen, weil wir sind schon mitten im Thema drinnen, Christina, nämlich das Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Zukunft. Du beschäftigst dich ja auch sehr intensiv mit Klimawandel, mit Umweltschutz, mit Themen, die momentan, glaube ich, wahnsinnig präsent sind und wahrscheinlich die bestimmenden Themen der nächsten Jahrzehnte sein werden. Woher kommt es? Hat es mit deiner Jugend zu tun oder bist du irgendwie sozialisiert zu dem Thema, wie mit Nachhaltigkeit, Umgang mit Umwelt, Natur? Ist eine sehr spannende Frage. Also ich habe mich als Kind schon sehr damit auseinandergesetzt, aber eher in Richtung Entwicklungspolitik, was da alles passiert und was da geschieht auf der Welt. Und im Entferntesten kann man jetzt so sagen, dass das auch irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, nämlich Nachhaltigkeit, wie man Außenpolitik betreibt, wie man mit anderen Staaten Zusammenarbeit, Kooperationen, Förderungen etc. Und eigentlich dann durch mein Studium der Soziologie habe ich einen Schwerpunkt in Agrarsoziologie gemacht und da sind wir ganz tief eigentlich in die Lebensmittelsoziologie, Lebensmittelwirtschaft eingetaucht und haben uns das genauer angeschaut, wie da produziert wird, was das für Auswirkungen auf unsere Umwelt hat, wenn jetzt da etwas halt mit dem Schiff dahergefahren wird, wenn es hergeflogen wird, aber genauso, wenn es beispielsweise im Glas, in der Dose oder eingefroren quasi konserviert wird. Und das war ein bisschen so der erste Einstieg in die ganze Umweltthematik. Das war dann bei mir auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte eigentlich meinen Fleischkonsum auf ein Minimum reduzieren. Bin jetzt eigentlich seit 2 Jahren, glaube ich, Vegetarierin, beziehungsweise so gut wie gar kein Fleisch mehr. Und dann kam natürlich der Landtagswahlkampf, wo diese Themen auch immer mehr aufgeploppt sind. Und ich habe dann angefangen, einfach immer noch mehr Bücher zu lesen und habe dann bei uns im Club auch, ich sage mal, die Ehre gehabt, diese ganzen Themen zu übernehmen als Junge. Also der Roland Frühstück hat dann damals gesagt, du wärst quasi unsere Fridays for Future Abgeordnete, weil ich quasi diese ganzen Themenbereiche übernehmen habe dürfen. Mein Freund hier und zusätzlich noch eine Installation, so ein Heizungsbetrieb daheim und mit dem habe ich ganz oft die Diskussionen noch, weil sie schreiben sich Energietechnik mit Zukunft auf die Fahne. Ja, und da bin ich in das ganze technische Blöck gesagt, über die ganzen Heizungsanlagen irgendwie reingerutscht, von Wärmepumpe über Solar, PV, Bodenbohrungen, also alles Mögliche, was es da so gibt und habe durch das eigentlich einen ja, sehr diversen Eindruck in die Themenbereiche gekriegt. Und habe einfach gemerkt, okay, für die Themen brenne ich, für die möchte ich mich engagieren und nur einfach dieses persönliche Gefühl ist bei diesem Themenbereich noch was anderes. Ich meine, Christoph, du kennst es, wir haben so viele Bereichssprecherthemen im Landtag und nicht jeder hat so diesen persönlichen Bezug komplett bei sich. Und gerade die Umweltthematik, das beschäftigt uns natürlich alle, wenn wir sehen, dass irgendwo Wälder brennen in Spanien und überall und das immer näher zu uns herrückt. Oder wenn wir sehen, dass es so heiß bei uns draußen ist, dass wir schon immer genau wissen, wie man jetzt unterm Tag da durchkommen soll, wenn man beispielsweise auf einer Baustelle arbeitet. Also da gibt es ja wirklich den direkten Bezug zum eigenen Körper, zum eigenen Leben, aber auch vielleicht zu der Zukunft. Vor mir sind jetzt meine Nichten und Neffen, weil ich noch keine Kinder habe, aber jetzt gerade bei dir auch zu deinen eigenen Kindern und das macht ja, ein ganz anderes Gefühl in Ordnung, einfach die Themen. Ja, meine eigenen Kinder reden natürlich von Umweltschutz und von Fridays for Future und von Klimawandel. Die kennen das natürlich auch schon. Ob sie die Tragweite schon einschätzen können mit 10 und 12, 12 vielleicht schon, die 10-Jährige noch weniger. Ich bin aber nicht sicher, ob es unsere Gesellschaft schon einschätzen kann, diese Tragweite. Auch was bedeutet 1,5 Grad Klimaerwärmung? Was heißt das für uns als Menschen? Die Frage ist, was kann jeder Einzelne dazu für einen Beitrag leisten? Ja, also ich glaube, dass jeder Einzelne
am Beitrag ganz sicher leisten kann. Also es sind in Anführungszeichen banale Dinge, ob man sich entscheidet, das Auto mal stehen zu lassen und mit dem Zug oder mit dem Bus zu fahren oder zu Fuß zu gehen oder bestenfalls sogar noch mit dem Fahrrad. Aber natürlich, oh, der Christian Gantner sagt es immer so schön, jeder Einkaufszettel ist schon ein Stimmzettel. Also oh, was man im Einkaufsladen, im Supermarkt sich für Produkte entscheidet. Aber das ist so weitreichend, da können wir dann darüber reden, was die eigene Kleidung, wie die produziert worden ist. Oder ob man jede Woche in H&M geht und sich was kauft oder ob es sich genügt, wenn man das nur einmal im Monat oder sogar noch seltener macht oder vielleicht auch mal was austauscht untereinander. Also da gibt es wirklich extrem viele Beispiele, wo jeder was bewirken kann. Und doch bin ich der Meinung, dass es eine politische Infrastruktur, also einen Grundaufbau braucht, dass die Menschen das so wirklich tun können. Also es ist natürlich schwierig, auf etwas umzusteigen, wenn es viel teurer ist wie das andere. Also das haben wir ganz lange jetzt bei der E-Mobilität gesehen, dass einfach die Autos, die mit Strom betrieben sind, zuerst viel teurer waren. Jetzt merkt man, dass es sich langsam anpasst und vor allem, wenn man die momentan diesen Preise anschaut, hat dieses E-Auto natürlich auch ganz ein anderes Standing, in Anführungszeichen, weil wenn du den Strom von dem eigenen Dach im besten Fall dein Auto laden kannst, ist natürlich viel billiger über den Monat auch gesehen, als wie wenn du ja Dieselpreis vor 1,4 aufwärts hast. Deutschland ist ja schon über 2 Euro und dann werden genauso alternative Technologien auch viel interessanter, weil es einfach ökonomisch auch interessanter wird und in dem Veränderungsprozess sind wir jetzt mittendrin. Also auch Stichwort Wasserstofftechnologie etc. Das sind diese Themen, die aufkommen. Bei der E-Mobilität bin ich immer ein bisschen gespalten. Ich meine, ich bin selbst ein E-Fahrradfahrer mittlerweile mit Leidenschaft. E-Auto wird dann das nächste Auto sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber es ist immer die Geschichte mit der Batterie, muss man auch ehrlich sagen. Second Life, damit kann man das Leben verlängern der Batterie. Aber irgendwann stehen wir ja dort genauso vor dem Umweltthema, dem Entsorgungsthema. Ich sehe das genau gleich wie du und ich bin dann aber immer ein bisschen positiv gestimmt, wenn man quasi mit den ganzen, ja wirklich Menschen reden, die in der Industrie tätig sind oder beispielsweise mit dem Staatssekretär, mit dem Magnus Brunner, die da echt tief in den Thematiken drin sind und die sagen dann wirklich, es gibt so viele innovative Ideen, da sind so viele am Forschen, dass es da hundertprozentig, wenn dieser Zeitpunkt kommt, wo man diese Batterien dann hat, die man wirklich dann weiterverwenden muss, dass dann da auch Ideen da sind. Also ich glaube, da ist Potenzial da. Ich bin nur der Überzeugung, dass wir irgendwann mal Batterien haben, die nicht mehr diesen Lithiumverbrauch haben, wie sie jetzt haben. Also da steckt so viel Geld in der Forschung. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Es sind ein paar Länder hergegangen und Verbrennungsmotoren verboten. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo man gewusst hat, okay, die werden irgendwann ein Ende haben, hat die ganze Automobilindustrie alles Geld und quasi in die Forschung von alternativen Antriebsmöglichkeiten gesteckt. Davor war jeder im eigenen Hamsterrad und hat sich gedacht, okay, solange ich mein Produkt auf dem Markt verkaufen kann, warum soll ich denn überhaupt umstellen? Also es ist schon ja, ein spannender Prozess, weil irgendwie du musst, oder manche Länder, ich glaube, es muss nicht jedes Land jeden Schritt setzen, aber ich glaube, manche Länder müssen wirklich stark genug sein und den Mut dazu haben, solche Entscheidungen zu treffen, dass wir wirklich auch die Marktwirtschaft dazu bewegen können, danach zum Go. Also gerade das Stichwort Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, das muss auch einfach gewisse Regionen geben, wo das Fortsagen, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann, dass das am Ende des Tages einfach die beste Möglichkeit da ist. Also dass es wirtschaftlich und wirklich am sinnvollsten für alle ist. Also gerade letzte Woche war ja der Experte für Cradle to Cradle da bei uns in Vorarlberg, hat ja im Vorarlberg heute geredet und war bei der Wirtschaftskammer ja auch zu Gast. Und der hat dann auch gesagt, dass viele der Produkte, die mit extrem hoher Qualität bei uns eigentlich erzeugt werden, sind weltweit, wenn sie wirklich verkauft werden, ja, nicht marktauglich, weil so viele Anbieter umeinander sind, die das Produkt, das gleiche Produkt in Anführungszeichen, um weniger verkaufen. Aber wenn es darum geht, dass du Nutzung verkaufst, dann verspricht vielleicht das Vorarlberger Produkt, dass es 5 Jahre länger hält, weil es immer eine bessere Qualität, eine bessere Produktion dahinter ist, bessere Materialien und da kann man natürlich auch mehr verlangen. Und dann wäre das Produkt natürlich viel marktfähiger im Vergleich zu einem Produkt, was billiger erzeugt worden ist. Also man sieht schon, du bist in der Thematik wirklich drinnen, auch was das Thema Kreislaufwirtschaft anlangt, das Thema Resilienz, auch das Thema, sich eigene Stärken aufzubauen. Das hat ja auch die Pandemie sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man viel stärker auf das Regionale, auf das Lokale setzen sollte. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war gerade in der Landwirtschaft in der Pandemie ein Bereich, wo man es extrem stark gesehen hat. Also wir in Lautrach haben extrem viele Hofläden, also sind bekannt eigentlich dafür, dass unsere Landwirte regional Abhof verkaufen und das hat geboomt. Also jeder von denen hat gesagt, es kommen so viel mehr Leute zu mir auf den Hof, die Lebensmittel einkaufen.
gerade dann am Anfang, wo man nicht gewusst hat, wie ist das, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist der schon ganz normal offen. Und dann hat sie diese Klopapier-Thematik und 100.000 andere Möglichkeiten gegeben. Und dann war irgendwie jedes Mal froh zu wissen, dass man im Dorf, blöd gesagt, einen Kilometer laufen, einen Landwirt hat, der Eier verkauft oder einer, wo es Mehl gibt, der andere hat ein Gemüse, Kartoffeln, dass man eigentlich, ja, wie wenn sie mit der Energieautonomie eigentlich unabhängig von dem allem drumherum weiterleben könnte. Also, dass man nicht abhängig ist von anderen Ländern, von Importen etc. Wenn man das kritisch natürlich auch sieht, sind wir da vielleicht auch in einer gewissen Blase von Menschen, die sich das auch wirklich leisten können, weil jeder kann sich das natürlich nicht leisten, Abhof vom einen Ort zum anderen, weder zeitlich und schon gar nicht finanziell zu machen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht man ja immer mehr. Aber das Spannende dabei ist, auch wenn man zum Beispiel den Hofer hernimmt, der Hof hat ein sehr spannendes Prinzip dahinter, dass er eigentlich mit vielen Landwirten aus der Region Verträge abschließt. Und durch das, dass er einfach eine hohe Abnahmefrequenz hat, können die Landwirte dann einfach auch garantiert, dass sie ihre Produkte verkaufen können. Und er wiederum macht das zum Beispiel nicht wieder Spar, dass er das einzeln in die Regale reinschichtet, sondern er stellt es ja wirklich in den Kartons, wo diese ganzen Obst- und Gemüsedinge kommen, stellt er das ins Regal. Und durch das kann er die Produkte beispielsweise wieder billiger verkaufen. Also im Hofer kriegst du auch Bio-Kartoffeln und Bio bedeutet, es gibt auch Bio-Unterschiede, aber Bio-Qualität ist einfach generell schon mal super. Und wenn ich mir die Bio-Kartoffeln im Hofer beispielsweise aus Österreich leisten kann, dann habe ich auch schon was Wesentliches gemacht, oder? Also, oder auch wenn ich alleine schon nur Kartoffeln kaufe, die aus Österreich kommen, oder also einfach, wenn man, es sind so banale, einfache Dinge, wo ich mir sicher bin, dass das so viele Menschen machen können, die von mir aus ein geringeres Einkommen haben. Also ich denke immer gerne an mich als Studentin zurück. Ja, ich habe selber auch nicht wirklich viel Geld gehabt. Mein Papa ist da leider auch schon gestorben gewesen und da habe ich halt auch immer schauen müssen, dass ich eigentlich irgendwie schaffe, dazu zu arbeiten. Und der Hofer war der Ort, wo ich einfach einkaufen gegangen bin, weil ich wusste, okay, da kriege ich grundsätzlich alles um ein gutes Geld und die Qualität stimmt auch. Und dann hast du schon ein bisschen aber noch gezielt auswählen können. Also dann hast du halt nicht Früchte gekauft, die irgendwo eingeflogen sind oder hast nicht Billigfleisch gekauft, sondern hast dich halt vegetarisch ernährt oder hast geschaut, dass die Lebensmittel, die du konsumierst, zumindest aus der EU kommen, also dass die Transportstrecken kürzer sind. Also da gibt es ja wirklich schon viele Möglichkeiten, auch für Menschen mit einem geringeren Einkommen, in Anführungszeichen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und es zeigt sich einmal mehr, wie du selber sagst, es geht auch darum, dass man im Bildungssystem ansetzt und eine Bewusstseinsbildung schafft, dass die Menschen sich überlegen, woher kaufe ich, also was kaufe ich ein, wo es herkommt. Wenn du selber sagst, es erwischt mich leider auch immer wieder, dass ich das nicht tue. Eigentlich müsste man wirklich jedes Mal lesen, wo kommt dein Produkt her. Voll. Also das ist das Wesentliche, weil du kannst schon Mango essen, ist gar kein Problem. Es gibt in Spanien inzwischen Regionen, die nennen sich Tropitaran oder so, die haben ein Projekt entwickelt, wo sie exotische Früchte, also ich glaube Mangos, Granatapfel, Avocados etc. mit einem viel geringeren Wasserverbrauch produzieren und halt in der EU. Also da gibt es wirklich so viele spannende Landwirte da draußen überall, die wirklich versuchen, da den Weg zum Gehen und innovativer zu werden und die das irgendwo erkannt haben, dass die Lebensmittelkreisläufe eigentlich kleiner werden müssen, oder? Also die müssen regionaler werden und regional kann für uns, ich meine, Europa ist so klein, das kann Europa, bedeutet natürlich Europa, oder wir in Österreich können nicht alles anbauen, oder? Aber es ist schon was extrem Wesentliches da, wenn man nicht argentinisches Rindfleisch isst, sondern das Rindfleisch von einem Vorarlberger Kalb als Beispiel. Und dann hat man nicht das Fleisch fünfmal in der Woche oder jeden Tag, sondern kauft sich einmal in der Woche. Und dann bewegt man auch schon Riesiges. Also es ist wirklich, jeder kleine Beitrag zählt sozusagen zum großen Ziel natürlich bei. Und unabhängig davon, also die Politik, das ist keine Ausrede, dass die Leute können es richten so in der Art, sondern ich glaube, dass die Politik natürlich ganz klare Schritte setzen muss. Aber ich glaube, wir müssen alle Schritte setzen. Also wir als Politik können gewisse Dinge nur beschließen, wenn die Bevölkerung bereit ist, den Weg um mitzugehen. Aber ich glaube, da sind wir uns, oder eigentlich die Frage an dich, eigentlich weiß ich es ja eh auch die Antwort, wir sind ja doch auch es gibt ja politische Mitbewerber, die da auch sehr stark mit Verboten arbeiten möchten. Ich glaube, das ist aber nicht der richtige Weg. Oder? Es geht sehr stark um Bewusstseinsbildung und Eigeninitiative. Also ich bin voll bei dir. Und im gleichen Satz ist es wie das Beispiel im Verbrennungsmotor. Oder? Ich glaube, in gewissen Themen muss man mal eine Grenze setzen. Also jetzt als Beispiel die Diskussion, die jeder kennt, raus aus Öl und Gas natürlich.
gebe mir jetzt als Region her und sagt, okay, ab einem bestimmten Jahr ist einfach ein Neubau als Beispiel nicht mehr erlaubt. Das wird in Vorarlberg auch irgendwann soweit sein. Außer es gibt keine andere Alternative, muss man immer dazu sagen. Man sagt ja nicht, das andere funktioniert dann einfach nicht mehr. Sondern man möchte halt wirklich diesen Umstieg ermöglichen und fördert da ja auch extrem. Und ich glaube, bei so Dingen muss vielleicht der Land schon ansetzen und auch für die Planbarkeit. Also das ist schon in der Marktwirtschaft natürlich, wenn jetzt ein Unternehmer rausgeht und sagt, ich würde da empfehlen, eine erneuerbare Anlage zum Installieren, und dann sagt halt der andere Unternehmer, warum soll ich das machen, wenn ich das andere um 10.000 Euro billiger kriege? Also da muss natürlich auch klare Gründe vorliegen. Und wenn das dann halt nicht so Gründe sind wie jetzt gerade im Moment, das ist natürlich jetzt das super Argument, dass man sieht, okay, Gas ist extrem teuer, dann ist das natürlich ein super Faktor, dass man sagt, man verwendet ein erneuerbares Energiesystem. Aber ganz lang war jetzt ja Gas extrem billig. Da bist du mit dem am billigsten gefahren. Und wenn es dann nicht eine klare Regelung gibt, wenn wir wirklich aussteigen wollen oder wie wir das machen möchten, dann tun wir uns, glaube ich, schwer. Weil ich glaube, die Menschen, die denken schon darüber nach, aber sobald es irgendwie um deren eigenen Befindlichkeiten geht oder um die eigenen Einschränkungen, in Anführungszeichen, dann wird es irgendwie schwierig. Ich glaube, unsere Gesellschaft, unser Kulturkreis ist es nicht gewohnt, dass man dir sagt, du darfst etwas nicht tun. Genau. Bis dahin und nicht weiter. Also es gibt natürlich Grenzen. Jedes System hat Grenzen und gibt da Grenzen vor. Aber gerade in dem Bereich des öffentlichen Raums und gerade auch Klima, Umwelt, der ist ja nicht greifbar für uns gewesen bis jetzt. Voll. Und mittlerweile ist es einfach spürbar, dass sich hier was tut. Nicht zuletzt durch diese Waldbrände, die immer näher kommen, wobei es die auch immer schon gegeben hat. Aber ich will das gar nicht beschwichtigen. Im Gegenteil, ich finde es sogar richtig, dass man da Bewusstsein schafft. Christina, gerade heute ist eine Veranstaltung in Wolfurt, nämlich der Auftakt zur Energieautonomie. Genau. Vorarlberg auf dem Weg, ein energieautonomes Land zu werden. Ich glaube, da sind wir wirklich Vorreiter in Vorarlberg. Ja, also ich darf so kurz zeigen, das ist unsere schöne Strategie, Energieautonomie plus 2030. Vielleicht kurz, warum Energieautonomie plus? Also in Vorarlberg hat es den ersten Beschluss zur Energieautonomie bereits 2009 gegeben, und das ist das, was du gerade gesagt hast, Christoph, oder? 2009 ist eigentlich extrem früh, da hat es noch Core Fridays for Future gegeben, da waren nur die Klimabewegungen ganz andere und nur viel kleiner und sind weniger in die Bevölkerung eigentlich reingegangen. Und da hat es damals schon die Initiative gegeben, dass man zum einen natürlich erneuerbare Energien als wichtigen Faktor angesehen hat, aber damals war natürlich auch der Fokus, was jetzt natürlich immer noch gilt, dass man einfach wirklich energieautonom, also unabhängig von Importen beispielsweise sein kann. Also da war es immer wieder spannend mit diesen ganzen Gas- und Ölpipelines und den internationalen Konflikten, dass man da wirklich die Angst wahrscheinlich viel stärker da war 2009, dass man Schiss gehabt hat, dass man zwar halt nicht mehr heizen kann, wenn irgendwie da ein Streit eskalieren würde. Also da ist dieser Faktor natürlich auch sehr stark im Zentrum gestanden, gilt jetzt natürlich immer noch, also gerade im Sinne eines Blackouts als Beispiel, ist in Vorarlberg ein Schwarzstab möglich. Also wir sind eines der einzigen Länder, Regionen in der ganzen EU, die einen Schwarzstab machen können. Und das bedeutet de facto, wenn jetzt das europäische Stromnetz lahmgelegt werden wird, dass wir wahrscheinlich, also laut Auskunft VKW-Werke, innerhalb von einem halben bis zu einem Tag wieder komplett Strom hätten. Also die Grundversorgung in Vorarlberg wird sichergestellt. Menschen, die in Portugal leben, da kann es einige Tage dauern, bis wirklich das Stromnetz bei denen wieder aufgebaut ist. Also diese Energieautonomie hat damals einen wesentlichen Fokus eigentlich auf diesen Faktor Sicherheit gesetzt, also diese Stromsicherheit im Fokus eigentlich gestellt, und jetzt mit der Energieautonomie Plus, also dieses Plus bedeutet quasi, dass wir nochmal mehr in die Klimaschutzmaßnahmen reingehen. Also beispielsweise die Landwirtschaft ist die letzten 10 Jahre eigentlich beim Energieautonomiepapier nicht wirklich angeschaut worden, weil es einfach auch zu der Strategie damals nicht dazugehört hat. Und jetzt hat man es einfach probiert, auf weitere Füße aufzustellen. Da war auch ein Jahr lang ein Prozess dahinter, wo man mit Wissenschaftlern, mit Unternehmern, die in den Bereichen tätig sind, aber auch mit Politikern, also die Energiesprecher waren ja auch alle dabei, dieses Papier gemeinsam ausgearbeitet hat. Es hat eine Konsultationsphase in der Bevölkerung gegeben, also es hat sich jeder nochmal einbringen können, wenn er wichtige Anliegen oder Inhalte hört. Und dann ist gemeinsam einstimmig dann schlussendlich auch im Landtag dieses Strategiepapier verabschiedet worden. Und heute ist quasi die große offizielle Präsentation im Kupus in Wolfurt. Ich bin immer wieder erstaunt, 2009 gab es eine schwarz-blaue Regierung, danach gab es eine ÖVP-Alleinregierung. Also man sieht schon, wer eigentlich die Masterminds im Bereich Energie und Klimaschutz in Vorarlberg sind. Du triffst auf den Punkt, Christoph. Also gerade die ÖVPler, wo
diese Gremien oder diese Themen in den letzten Jahren einfach besetzt haben. Also unter Erich Schwertler als Landesrat hat man die Energieautonomie beispielsweise beschlossen. Und das waren Vorreiter in den Themenbereichen. Also das ist für mich auch immer ganz eine spannende Diskussion, wenn man irgendwo rausgeht und dann sagt, ja, die ÖVP macht Klimaschutz. Ja, aber die ÖVP macht Klimaschutz. Wir haben eigentlich damit angefangen. Und natürlich, die Grünen sind auf die richtige Welle raufgehüpft. Aber ich glaube, man sieht so ganz klar dahinter, eigentlich, wer diese Themen noch wirklich voranbringt und vor allem so voranbringt, dass es so einen Sinn hat. Also wir sagen immer gern Klimaschutz mit Köpfchen oder Klimaschutz mit Hausverstand. Also es muss so der soziale Klimawandel in Anführungszeichen da immer berücksichtigt werden. Also wie du sehr schön gesagt hast, rein Verbote bringt nichts. Man muss immer schauen, wie man das mit der Gesellschaft gemeinsam machen kann, weil was Corona jetzt gesagt hat und auf was wir im Klima, also bei der Energieautonomie, beim Klimawandel extrem achten müssen, ist es, dass die Gesellschaft eben nicht spaltet. Das haben wir gerade mit der ganzen Impfthematik extrem gesehen, dass es ein extrem polarisierendes Thema ist. Und ich glaube, da muss die Politik vorbereitet sein, dass wir diesen Wandel gemeinsam machen können und nicht gegeneinander. Wobei die Politik da immer nur bedingt eine Rolle spielt in dem Teil des Spaltens, bin ich der Meinung. Das eine ist, wirklich darauf zu reagieren und das ja auch vorzuantizipieren, was passieren könnte bei jeder Entscheidung. Ich glaube, die Merkel hat das einmal gesehen, dass man immer vom Ende her denken muss. Das ist so typisch Wissenschaft, dass man vom Ergebnis her denkt und überlegt, was bedeutet das. Und das kann natürlich gerade bei diesen ganzen polarisierenden Themen, wobei der Klimawandel ja nur bedingt polarisiert, ich glaube, der ist angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Und ich gebe schon lange kein parteipolitisches Färbchen mehr. Wer immer noch glaubt, das ist ein grünes Thema, der lebt an der Realität vorbei. Auch politisch. Ja. Ich glaube, das ist schon längst bei allen Parteien angekommen, einmal in Österreich. Und alle versuchen, ihren Beitrag zu leisten. Übrigens, ich habe dieses Klimaticket schon. Gell? Ich warte nur mehr aufs Original. Sehr cool. Ja, du bist so oder so immer so fleißig in Österreich mit dem Zug unterwegs. Also du kannst da... bist eindeutig ein Vorreiter, was dieses Thema angeht. Also wenn es irgendwie geht, mache ich es mit der Bahn, aber ich sage auch, ich werde das Flugzeug nicht ganz verteufeln, weil ich brauche das Flugzeug. Aber ich versuche den Flieger wirklich wesentlich weniger einzusetzen wie früher, also weniger zum Flieger und mehr mit der Bahn zu fahren. Erstens ist es entspannter, wenn ich ganz ehrlich bin, aber es nimmt schon viel mehr Zeit in Aufwand. Ja. Muss man so ehrlich sein. Oft, wenn ich ins Ruhrgebiet muss, am Vorabend nach Stuttgart und dann im Zug weiter, das kostet mich auch wieder Geld, weil ich muss zusätzlich übernachten. Das sind halt immer so Dinge, wo man sich ernsthaft, und im Endeffekt ist es teurer. So teurer. Ja, und da werden wir auch wieder bei der Leistbarkeit, was sich die Menschen halt auch anschauen, oder? Also es gibt ja zum Beispiel den extremen Ausbau der Nachtzüge, weil ich als junger Mensch extrem spannend bin, weil am Abend wo schlafen gehen und dann in ganz einer anderen Stadt, in einem anderen Land aufwachen, ist ein extremer Luxus. Aber die Tickets sind auch alle extrem teuer. Und jetzt muss man natürlich vergleichen, wenn ich die gleiche Strecke mit dem Auto fahren kann oder fliege. Im Autofahren wissen wir jetzt, okay, Diesel wird teurer. Das heißt, vielleicht haben wir da irgendwann mal die Vergleichbarkeit, dass diese Relation zueinander stimmt. Und beim Kerosin schaut es so, dass es irgendwann in die Richtung gehen wird. Wenn es der Markt nicht für selber regelt, wird es eine ökosoziale Steuerreform als Beispiel machen oder das Verbot von diesem ganzen Billigticket, wo mit 15 Euro nach Mallorca fliegen hast können. Also ich glaube, da wird eindeutig einiges kommen, aber ich bin bei dir. Ich möchte mir für die zukünftigen Generationen nicht vorstellen, dass sie nie wieder ein anderes Land sehen dürfen oder nie wieder auf einen anderen Kontinent gehen. Also ich glaube, das hat uns als Menschen oder uns als Generationen auch extrem prägt, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, andere Kulturen kennenzulernen und offen zu sein oder vor allem auch offen zu werden. Weil ich glaube nicht, dass jeder Mensch von vornherein offen ist, sondern auch erst mit Begegnungen mit anderen Kulturen, anderen Sitten können wir uns so wirklich in die Richtung entwickeln. Und das hat natürlich das Reisen und das Fliegen extrem ermöglicht. Und ich bin nur da sicher, wenn wir jetzt mit den Worten von Magnus Brunner reden, oder? Da wird Innovation eine extreme Rolle spielen. Also gerade bei den Bereichen, wo wir jetzt noch anstehen, glaube ich wirklich, wenn wir alle die Richtung vorgeben und sagen, okay, wir möchten zwar fliegen, aber wir möchten das wirklich, dass es umweltschonend ist, dann wird es da Lösungen geben. Da bin ich wirklich fest davon überzeugt. Absolut, absolut. Darum werden auch die deutschen Grünen nicht die Inlandsflüge verbieten können. Da werden dann die Sozialdemokraten, die Freien Demokraten schon dazuschauen und die CDU das im Bundesrat verhindern. Christina, du bist ja nicht nur Energie- und Umweltsprecherin, sondern du versuchst ja auch über, also auch so Themen wie die Sustainable Goals, SDG, übersetzt es nochmal genau, die Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Goals, Sustainable Development Goals, genau. Zu thematisieren, auch in einem Landtagsantrag gemeinsam mit den Grünen, aber Impuls kam da auch von dir, was wiederum zeigt, wer eigentlich die treibende Kraft ist, was Energie- und Umweltpolitik anlangt. Was
wie übersetzt du das auch für uns als Gesellschaft? Weil diese 17 Ziele, 17 sind es, glaube ich, diese 17 Ziele sind ja doch sehr auf einer Metaebene, wenn man ganz ehrlich ist, die man ganz schwer herunterbrechen kann, vor allem wenn man in die breite Masse geht. Was ist da dein Ziel dahinter? Also um es kurz zu erklären, also die SDGs, das sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und dann quasi alle Mitgliedstaaten der UNO, also der Vereinten Nationen, zugestimmt, diese auch wirklich in ihrem Wirkungsbereich umzusetzen. Da gehört Österreich dazu, das heißt Vorarlberg indirekt natürlich auch und es hat so den klaren Auftrag gegeben von Seiten des Bundes, dass die Länder diese Thematik sich eigentlich genauer anschauen sollten. Jetzt hat man das leider zeitlang verschlafen. Es gibt Bundesländer, die da sehr aktiv sind, beispielsweise Niederösterreich oder auch Kärnten, also die sind da wirklich schon, oder die Steiermark, nicht Kärnten, Entschuldigung, die sind da wirklich schon aktiv dahinter, da haben jemanden in der Landesregierung angestellt eigentlich, also eine Beamtin ist es in den Fällen bereits mal, die sich diesen Themen gewidmet hat. Wie man jetzt das konkret sich vorstellen kann als Beispiel. Also es gibt vom IUF, also das ist das Institut für Umwelt, Frieden und Entwicklung, ein Investitionsprojekt, wo diese SDGs anwenden. Und die sind hergegangen und auf das Projekt eines Kindergartens diese SDG umgelegt und möchten somit quasi vorzeigen, wie die SDGs bei der Entwicklung, bei dem Neubau, bei der Weiterentwicklung von einem Kindergarten quasi einen Beitrag leisten kann. Und da geht es dann halt wirklich darum, also ist etwas ganz Banales, ob das Wasser, ob einfach ein Wasserzugang als Beispiel da ist, ob Freiräume vorhanden sind, wie das miteinander, mit die Kinder quasi miteinander integriert werden. Also da werden ganz viele weitere Aspekte beachtet und natürlich bei der Kindergartenentwicklung als Beispiel wird da die Fläche konkret angeschaut, wo der Kindergarten draufgebaut wird. Wie zum Beispiel das Dach begrünt, wie wird dieses Gebäude beheizt. Also das ist eigentlich genau das, was mein Studiumblock sagt, auch beinhaltet, ist diesen ganzheitlichen Ansatz zum Verwenden. Und die SDGs sind eigentlich das Modell, die du über genau solche Projekte rummünzen kannst. Also du kannst jetzt beispielsweise auch hergehen und die SDGs auf die Energieautonomie ummünzen und schauen, okay, welche SDGs sind im Energieautonomiepapier enthalten und wie könnte man vielleicht andere noch weiter positiv fördern. Also da ist zum Beispiel der Claudio Tedeschi, im Sommer, also haben die Praktikanten bei der Caritas angesteckt gehabt, die mit Unternehmen, aber eine Praktikantin, wo mit dem Land Vorarlberg zum Energieautonomie Plus diese SDGs umgemünzt haben. Also da sind schon sehr viele Ideen da, wie man das weiterentwickeln kann. Es wird jetzt so, oder es gibt bereits ein paar Projektgemeinden oder Pilotgemeinden, wo Schrunz und anderem dazu gehört, die sich der Thematik genauer widmen möchten. Das ist ohne alles in den Startlöchern, aber es werden oder einige andere noch dazukommen. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Das heißt jetzt nicht, dass man alles diesen SDGs anpassen muss. Das heißt einfach nur, dass wenn man ein Projekt entwickelt oder sich vielleicht unsicher ist, wie einzelne Komponenten gestaltet werden können, die einen perfekten Rahmen bieten würden, dann möglichst eine nachhaltige Entwicklung der einzelnen Projekte zu forcieren. Das ist auch mein Zugang. Es gibt einzelne Aspekte daraus, die man relativ gut umsetzen kann und andere, wo es einfach sehr komplex ist. Und ich glaube, dort wieder, man kann nicht drüber stülpen und sagen, alle 17, sondern Teile daraus sollte man sukzessive umsetzen. Ist das auch ein Ansatz für dich in der Gemeindepolitik? Du bist ja auch im Gemeindevorstand von Lautrach, meiner Heimatgemeinde. Wie ist das für dich? Ist das dort auch ein Thema schon, wie man das auf kommunalste Ebene bringt? Auf jeden Fall. Also wir sind mit dem Claudio Tedeschi unter anderem auch dran und überlegen uns, wie wir das konkreter auf alle Projekte ummünzen können. Aber wir haben gerade, du wirst das Gebäude vielleicht kennen, die alte Säge vom Ion der Schertler hinterm Rathaus. Da sind wir in einem Prozess dran, einen Innovationsprozess genannt, zum Schauen, wie wir dieses Gebäude weiterentwickeln können. Und da haben wir wirklich ein Bürgerbeteiligungsformat gehabt, wo die verschiedensten Stakeholder aus der Bevölkerung, aus der Wirtschaft, aus Vereinen eingeladen waren, zum Mitdiskutieren, zum Ideen einbringen. Das war Anfang Sommer und dann hat man quasi die ganzen Ideen mal aufgeschrieben und anhand der SDG-Kriterien bewertet. Also wir sind hergegangen, beziehungsweise unser Projektbegleiter ist hergegangen und hat die SDG-Kriterien runtergebrochen, wirklich auf Kriterien, die anwendbar sind auf unser Projekt. Also genau das, was du jetzt gesagt hast, man muss sich das schon ein bisschen rauspicken und individualisieren. Und dann sind wir hergegangen und haben jede Projektidee anhand dieser SDG-Kriterien bewertet. Als Beispiel, es ist schon die Diskussion im Raum gewesen, ob man eine Lagerfläche in dem Gebäude machen soll. Und da kommt natürlich das SDG-Kriterium sehr stark zum Tragen, wo drinnen steht, ob das Ganze an einer anderen Fläche in der Gemeinde auch möglich wäre. Oder, wenn man es jetzt umkehrt, ob die Fläche, also der besondere Standort des Gebäudes, so wirklich genutzt wird. Und da fällt natürlich eine Lagerfläche komplett durch. Und es ist natürlich eine ganz andere Argumentation, wenn man in der Gemeindevertretung, im Gemeindevorstand, aber vielleicht auch von den Mitarbeitenden im Rathaus sagen kann, okay, die Idee wird jetzt nicht da verwirklicht,
sondern wir suchen einen anderen Standort, wo genau das jetzt beispielsweise passend wäre. Oder dann geht es ja auch ganz viel darum, ob das jetzt einen Mehrwert für die Bevölkerung bringt, etc., die Idee. Und ja, durch das haben wir eigentlich einen sehr guten gemeinsamen Weg gefunden, was wir da jetzt entwickeln möchten in dem Gebäude. Jetzt liegt zumindest mal ein gemeinsamer Beschluss so, wohin die Richtung gehen soll. Das ist ja auch schon mal ein wichtiges Ziel, dass man sich einig wird, was man machen soll. Und wie es schlussendlich in der Entwicklung ausschaut, ist auch wieder ein nächster Schritt. Aber ich glaube, für so Dinge können die SDGs eigentlich sehr gut hergenommen werden. Ich frage dich jetzt bewusst nicht deine Ziele als junge Politikerin, weil diese Antwort hast du so oft gegeben in den vielen Interviews, die du als jüngste Abgeordnete im Vorarlberger Landtag immer wieder beantwortet hast. Und trotzdem hast du dich sehr intensiv auch mit dem Chancenpaket für junge Menschen auseinandergesetzt, gemeinsam mit dem Kollegen Raphael Wichtel, Landeshauptmann von der JVP Vorarlberg. Was haben junge Menschen bei uns im Vorarlberg für Chancen, auch im Kontext Klimawandel, Engagement, Beteiligung? Sind wir hier richtig aufgestellt? Gibt es hier noch Stellschrauben, wo man verbessern könnte? Wie siehst du das als junger Mensch? Also ich glaube, oder ich bin mir sicher, Potenzial für Verbesserungen gibt es immer. So selbstkritisch muss man wahrscheinlich auch sein, dass es immer noch mehr Möglichkeiten geben würde, etwas zu machen. Aber unser aller Tag hat leider nur 24 Stunden. Und irgendwann will man vor allem, glaube ich, auch als junger Mensch noch leben und ein bisschen was genießen. Also ich glaube, es will eigentlich jede Altersspanne. Ja, aber was für Chancen wir vor allem als junge Menschen haben. Ich glaube, man sieht am Raphael und mir schon, dass wir eigentlich extrem große Chancen haben, weil dass es wirklich zwei so junge Abgeordnete von einer Partei bei uns im Landtag gibt, ist mal schon ein extremes Zeichen, dass eigentlich auch der jungen Generation zugehört wird, dass man uns ernst nimmt oder dass du mich jetzt da eingeladen hast und blöd gesagt, nicht nur ältere Politiker eingeladen werden, ist schon ein Zeichen nach außen, dass es uns wichtig ist, miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander. Und jetzt, wenn man es so größer sieht, ich glaube, gerade mit unserer Vereinskultur, dass junge Menschen sehr oft einbunden werden in bestimmte Prozesse. Es ist natürlich auch teilweise gemeindeabhängig, was für Rolle Vereine spielen. Aber bei uns war das ganz stark, dass man eigentlich aus den Vereinen raus die jungen Leute wirklich für diese Beteiligungsprozesse eingeladen hat, dass man bei ihnen wirklich gezielt nachgefragt hat, wo soll es hingehen. Und ich bin auch so in die Politik gekommen, dass halt irgendjemand quasi mir mal eine Chance geben hat, mit zum Reden. Und mir das dann eigentlich, blöd gesagt, gefallen hat, dieses Gestalten, dieses etwas Weiterentwickeln. Und ich glaube, die Chancen gibt es in Vorarlberg. Man sieht es im Schülerinnenparlament. Wir waren eines der ersten Bundesländer, die das so wirklich verankert haben. Also das ist wirklich gesetzlich schwarz auf weiß geschrieben ist, dass die Schüler dieses Recht haben, dieses Parlament zu machen. Wir sind jetzt gerade in der Ausarbeitung, dass man wirklich für Jugendliche, also dieses Projekt dann nochmal ausweitet. Das sind verschiedenste Ideen im Raum, das wird im nächsten Landtag quasi ein Thema werden für Jungbürgerräte etc., wo man wirklich viele Jugendliche niederschwellig oder auch vielleicht digital wirklich binden, nicht in Anführungszeichen binden, sondern ihnen die Chance geben zum Mitgestalten, zum ihre eigene Meinung sagen. Und ich glaube, Corona hat das gerade extrem gezeigt, die Generation hat echt gelitten teilweise. Also ja, zu ihrem Kind und Jugendlichen hat man gesagt, ja, du bleibst daheim, weil du musst Oma und Opa schützen, so in der Art. Aber irgendwie sollten wir jetzt eigentlich mal die Zukunft für den jungen Generationen schützen. Also sei es jetzt den Klimawandel als Beispiel, für mich eigentlich super, das könnte man genauso ummünzen und sagen, okay, jetzt müssen aber die Älteren oder zu schauen, dass die Welt von morgen genauso lebenswert ist, wie quasi die Jungen in Zeiten von Corona auf die Älteren schauen haben müssen. Und gleichzeitig aber auch können wir diese Bewegungen des Klimawandels oder der Energieautonomie nur gemeinsam mit den nächsten Generationen irgendwo schaffen. Ich habe gerade mit der Julia Grahammer, ist Geschäftsführerin der jungen Wirtschaft und leitet die Postgarage in Dornbirn, gestern noch ein Gespräch dazu gehabt. Und die hat auch gesagt, wir müssen es einfach den Jungen klar machen, dass sie die Ideen von morgen haben. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ein grünes Unternehmen, also eine grüne Idee wirklich zum Entwickeln, die nachhaltig ist, die zukunftsorientiert ist, wer soll das machen, wenn nicht die Jungen, oder? Oder ein Green Startup, also was auch immer, oder die Kreislaufwirtschaft aktiv in den eigenen Projekten umsetzen. Wer, wenn nicht die Jungen? Und ich glaube, das müssen wir ihnen noch einmal ganz klar vermitteln irgendwo und die Chancen geben, die eigenen Ideen noch wirklich weiterzubringen. Also ich glaube, da ist sehr viel Potenzial da und Vorarlberg hätte sicherlich einen fruchtbaren Boden. Wobei wir natürlich uns auch generationenmäßig unterscheiden. Ich bin knappe 25 Jahre älter. Das eine ist, auf die Jugend zu setzen, andererseits aber auch die ältere Generation auch den Raum zu geben und die Chance zu geben, auch ein Green Startup zu gründen, ein grünes Unternehmen zu gründen, grüne Ideen zu verwirklichen. Ich glaube, da muss man immer diese Balance halten, weil es braucht schlussendlich immer wieder beide, sowohl alt als auch jung. Gerade, du hast vorher die Vereinskultur angesprochen, die funktioniert nie nur mit jung und nie nur mit alt. Das ist immer, auf jeden Fall.
Ja. Generationenübergreifende, und ich würde mir ja wünschen, dass gerade Jugend und Alter in so einem Generationendialog sind. Und ich glaube, da ist vor allem schlecht aufgestellt, aber es gibt immer Verbesserungspotenzial. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, nur gemeinsam können wir diesen ganzen Prozess schaffen, weil die älteren Generationen haben so viel Erfahrung, warum manche Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, dass wir wahrscheinlich 10-mal gegen eine Wand rennen würden, bevor wir irgendeine Idee haben, die super funktioniert. Also nur gemeinsam können wir quasi ja, etwas wirklich weiterbringen und vor allem auch schnell weiterbringen, um das geht es irgendwo im Klimawandel auch. Das Erschreckende war bei uns eher, dass wir gesagt haben, es gibt so viele junge Menschen, und die drehen sich quasi im gleichen Hamsterrad weiter. Also das ist schade eigentlich, dass wenn du jetzt als Startup als Beispiel gründest, dass das nicht von vornherein nachhaltig ist als junger Mensch, oder? Sondern du eigentlich in die gleichen Spuren quasi trittst, wie das da viele davor schon gemacht haben. Und das war irgendwie der Punkt, wo unsere Diskussion angesetzt hat und sie halt auch gesagt haben, wir müssen irgendwie schauen, dass das bei denen von vornherein so im Kopf verankert ist, dass man eigentlich gar nicht mehr diskutieren muss, ob man sich Ökoprofit zertifiziert als Beispiel oder nicht, sondern dass das eigentlich schon ja, quasi in der DNA sein sollte von den jungen Leuten. Also wenn man schon bei Fridays for Future auf die Straße geht, muss man dann auch wirklich im eigenen Handeln, im eigenen Tun oder im eigenen Gründen das so wirklich nachhaltig umsetzen. Das würde ich mir auch bei den Fridays wünschen, dass sie mich als älteren Mann auch akzeptieren, als jemand, der sich wirklich mit Klimawandel auseinandersetzt. Nur weil ich über 40 bin oder bald 50 bin, heißt es nicht, dass ich das nur beliebig mache. Ich glaube, dass ich mich sehr intensiv mit der Thematik, viele Menschen in der Gesellschaft aus allen Altersklassen beschäftigen sich intensiv mit dem Klimawandel und versuchen in ihrem eigenen Gestaltungskreis, ich sage in meinem eigenen Wirkungskreis, meinen Beitrag zu leisten. Weil das alles, was drüber geordnet ist, dafür ist eh wieder, sind die Landtage, den Nationalrat und so weiter, das EU-Parlament verantwortlich und dann wieder die großen Unternehmen. Christine, wir könnten stundenlang weiterquatschen. Das kannst du mal. Wie viel Zeit investierst du für die Landtagsarbeit, so im Schnitt in der Woche? Kannst du das einschätzen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also das fragen auch immer mehr Leute, also das ist wirklich spannend. Es gibt Wochen, wo man gefühlt jeden Tag von morgen bis abend dran ist. Du kennst selber, wenn viele Veranstaltungen sind. Und dann gibt es Wochen, gerade oft und nach der Landtagssitzung als Beispiel, wo einfach wieder wenige Stunden sind. Dann ist man halt mal bei 20 Stunden in der Woche und mal ist man halt bei ja, weit über 40. Also gerade wenn wir die vielen Sitzungen haben, summieren sich die Stunden und da läuft der Zähler quasi rauf. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich, weil viele haben, sagen dann, ja, stopp, schnie die Zeit. Also da gibt es ja anscheinend so Apps, wo man das machen kann, zum Schauen, wie viel Zeit man wirklich investiert. Aber ich habe bis jetzt immer das Gefühl gehabt, das wäre kontraproduktiv. Weil nur weil ich sehe, wie viele Stunden ich gearbeitet habe, heißt das erstens mal nicht, dass der Output wirklich ein guter war. Und zweitens möchte ich das gar nicht aufgewichten. Ich glaube, solange wir wirklich einen Fortschritt erzielen können mit dem, was wir machen, sei es mit Anträgen, Anfragen, mit dem, dass wir bei der Bevölkerung draußen sind und Gespräche führen, dann ist das sinnvoll und dann ist es eine gut investierte Zeit und dann muss man nicht runter oder rauf dividieren quasi. Das ist, was ich den Menschen immer wieder versuche zu erklären. Landtag ist Gesetzgebung. Landtag ist im Prinzip die Ebene, die im Prinzip die Landesregierung beauftragt, etwas zu tun über Anträge, Anfragen etc. pp. Und in Form eines Budgets, das ist ja nichts anderes als wie in Zahlen gegossene Politik, wo wir dann die nächsten Tage auf der Klausur intensiv besprechen werden. Christina, wir haben beide eine Gemeinsamkeit. Wir stammen beide aus der Bürgermusik Lauterach. Was gibt dir das Vereinswesen, was gibt dir das persönlich, dieses aktive Musizieren? Ich glaube, du spielst Horn, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein. Sehr blöd, Entschuldigung, ja. Was gibt Aber ich würde gern Waldhorn spielen, also du hast es fast nicht so falsch drauf. Was gibt dir das, was ist das für ein Ausgleich für dich, das Musizieren in der Gruppe, im Verein? Also mir persönlich jetzt, ich bin nicht das größte musikalische Talent, das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe als Kind Asthma gehabt und trotzdem war es mein großes Ziel, Querflöte zu lernen, obwohl mein Doktor damals immer gesagt hat, das geht ganz sicher nicht. Also für mich war es schon ein extremer Erfolg, dass ich überhaupt quasi da überall mitspielen kann und dabei sein kann. Aber für mich steht eigentlich gerade auch bei der Bürgermusik im Vereinsleben wirklich ja, der Zusammenhalt im Vordergrund. Also ich war Jugendreferentin bei uns in der Jugendkapelle ein paar Jahre lang und da haben wir dann immer zu den Eltern gesagt, wenn sie in dem Dilemma waren, soll ich mein Kind jetzt zum Fußball schicken oder in die Bürgermusik, dass beim Fußball halt meistens nur der bejubelt wird, der das Tor geschossen hat. Und jetzt möchte ich den Fußball gar nicht schlecht reden, aber wenn man halt ein Kind bei der Jugendkapelle hat und gemeinsam ein Konzert spielt, hat jedes Kind genau die Leistung gebracht und man hat es ja gemeinsam gebracht. Jetzt weiß ich schon, dass beim Fußball auch ein Ball dem anderen zugespielt werden muss, aber wenn das Kind auf der Ersatzbank sitzt, hat es leider nicht so viel eigentlich von diesem Gefühl, dass wir jetzt da so super waren, als wie wenn es aktiv mittendrin war. Und das ist irgendwie das Schöne bei der Musik,
dass ja egal, ob man eine Solostelle hat oder nicht, dass jeder dann wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt eigentlich gespielt werden muss und erst dann kommt eigentlich dieses super schöne Ergebnis, wo wirklich teilweise richtig tief im Herzen berührt muss. Und das ist schon das, was mir deiner Kinder eigentlich mitgeben will, immer, dass dieses gemeinsam etwas zum Erreichen, zum Erarbeiten etwas ganz Besonderes ist. Und da merkst du nur, dass dann da viele Eltern dahinter stehen, weil sie einfach sehen, da ist ein klarer Mehrwert da und nicht nur dieses Siegen und Gewinnen, sondern dieses gemeinsam an etwas arbeiten und weiterbringen. Und die Musik für mich, ja, wir haben oft gesagt, das ist wie eine zweite Familie. Wenn es einmal schlecht geht, dann sind die Menschen da gestanden. Ich habe es persönlich bei meinem Papa mitgekriegt. Wenn dann einfach eine ganze Musik bei der Beerdigung spielt, dann hockst du einfach da und fühlst dich 10-mal stärker, weil du warst da schon 70 Leute in deinem Hintergrund und stärken da eigentlich den Rücken. Und das ist bei Vereinen, ich glaube generell, aber jetzt gerade auch bei mir eine ganz besondere Erfahrung gewesen. Es ist so dieses Zusammenhalt, dieses persönlichkeitsbildende, zusammenführende, das ist das Schöne an unserer Vereinskultur, die ich niemals missen möchte. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eines der Kernelemente einer funktionierenden Gesellschaft. Und da werden wir uns weiterhin stark machen in allen Möglichkeiten, in allen Organisationen, wo wir irgendwas zu sagen haben. Christina, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. Fast auf 45 Minuten, das ist relativ lang schon. Ich freue mich, wenn wir uns dann weiter austauschen und vielleicht machen wir in einem Jahr wieder so eine Kulturkantine zu dem Thema. Sehr gerne. Weil würde mich interessieren, wie es sich weiterentwickelt. Wir verfolgen es natürlich beide, aber jedes Mal an der Blickwinkel natürlich. Ich war auch aus der Sicht des Kulturpolitikers, wo es auch sehr viel um Nachhaltigkeit, um Ehrenamt, um Menschsein geht. Liebe Freunde, nächste Woche, jetzt muss ich gerade überlegen, nächste Woche ist Pause und übernächste Woche kommt der nächste Metzler, aber der Michael Metzler aus Esslingen, der Geschäftsführer von Esslingener Stadtmarketing und Tourismus, einer, der Transformation lebt, der sich intensiv mit Veränderung von Kommunen auseinandersetzt, von Städten. Auf den freue ich mich auch sehr. Also er ist nicht verwandt zu Christina, er kommt aus dem Stuttgarter Raum, also aus Esslingen, und auf den freue ich mich auch. Liebe Christina, danke dir, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns und euch, liebe Freundinnen und Freunde, einen schönen Nachmittag. Und wer es nicht jetzt live gesehen hat, kann es dann auf YouTube nachsehen. In diesem Sinne, ciao Christina, schönen Nachmittag, ciao. Danke Christoph, danke nochmals.